So viele Bären, ich will sie alle mitnehmen. Aber dazu müssten wir erstmal Kollege Schnürschuh hier kaputt machen. Die bleibt dann hier stehen. Können wir schaffen, oder? Ihr weiß. Hey, Kayano. Hallo. Wie geht's, Kayano? Ganze Fall hier da unten liegen. Hallo? So geht das, ohne Schaden zu nehmen. Weil, ganz wichtig. Wir müssen trotzdem nochmal hierher. Das ist ein bisschen ärgerlich. Irgendwann mal. Was zum Hören? Did you organize my research notes on the material properties of the hedgeberries as I directed? Of course. Well, no. Good. Wait. Explain. I have logged 110,437 different algorithms for organization and compiled them into an alphabetical list. That map is being printed now and should be ready for review in approximately 12 weeks. After that is complete, I will be able to organize your research notes based on the algorithm you select. Well, let me know when it's done then. Nettbeispiele. Nett gut. Was heißt hier nicht gut? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Agori geht's auch gut. Haben gerade die 50 Follower erreicht auf Twitch. Muss schon gefeiert werden, also muss es mir gut gehen. So. Ich kann natürlich versuchen, die hier oder eine von denen, also zwei. Komm mal her. Hä? Okay.
Wirkt doch endlich du kleines nerviges Vieh. So. Road time. Pulper. Diese Spinnen. Auch ein Zahn drin, ne? Egal. 10 Uhr mal alle später. Genauso wie die Dinger da. Die sind ganz wichtig. Keno, was ist denn los mit dir? Warum geht's dir denn nicht gut? Zu Stress? Hier liegen ein Bärenstückchen. Ja, irgendwann bist du mein Haustier. Wir müssen auch so ein bisschen aufpassen. Hier gibt es irgendwo eine Wolfsspinne. Oder zumindest eine Wanze, glaube ich, gibt es hier. Das ist ein schöner Stein. Ehrgärlich. So. Schau mal. So. Hier ist so ein Kollege Schnürschuh, den wir nicht anmachen werden. Aus Sicherheitsgründen. I guess. Da geht's halt runter. Wir könnten auch hier einfach runter gleiten. Und. Aber ich glaube, da gibt's halt einfach noch mehr Spinnen. Und Roboter. Hier war ich nämlich schon mal gucken. In einem anderen Spielstand. Alle vier sind eine Beere. Sehr süß. Eingebettet. Eine Schiffchen. Ja, ich weiß, hier sind Steine. Hab mit einem Freund ein Horrorspiel gespielt. Hab jetzt Trauma. Welches Horrorspiel? Erzähl uns mehr. Über deine Horrorspielerfahrungen. I don't know. So. Wir sollten eventuell einfach mal ein Verband nehmen. Ich glaube, den zweiten Hammer. Wie kriegt man denn den Hammer nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Tatsächlich. Da muss man, glaube ich, auch irgendwas scannen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was. Ist ein Spiel in Roblox. Ach, diese Granny. Bitte sag mir nicht, dass dieses Granny-Ding in sie ist. So gruselig ist das gar nicht. Jetzt machst du aber schön. Du hast entdeckt Ton. Ton. So, das ist ein Bärchen. I believe I can fly. Woo! You spin my head right round. Okay. Ja, ja, Baum. Haben wir ein Wassermesser dabei? Nee. Gut, erzähl uns, Kaino, was für ein Spiel du meinst. Inventar voll. Ich weiß, wo ich hier rauskomme. Aber ich kann es nicht machen.
So, wir können versuchen. Ja. Es ist zwar Glück, ihn zu sehen, aber kein Glück, ihn zu töten. So, fein, ne? Hola! Warte mal, ich kann mir nicht gleich mal scannen. Got a new one. Got a new one. Sie hat auch so, so stark. Abgewehrt. Ich glaube, ich muss ein bisschen was essen. Das kann eigentlich. Nee. Kieselchen können weg. Kieselchen, Netz brauchen wir. Noch im Winter. Marienkäfer können wir noch nicht machen. Leucht, Glibber, Spectre, einfach Trauma. Ah, okay, aber sagt mir tatsächlich nichts. So, hier ist halt so ein bisschen Sumpf. Jetzt in der Kante hier entlang, hier so lang. Und dann könnten wir eigentlich, wenn wir hier so lang quer rüberlaufen würden, hier unser Zuhause. Das ist jetzt so ein bisschen Teich, ne? Das ist ein bisschen schwierig, aber theoretisch könnten wir es machen. Eiskalt. Und wenn wir sterben, dann sterben wir halt. So. Wir laufen natürlich schön durch die Kenne ich auf euch. Wir brauchen erstmal so stärkeres Equipment. Damit wir irgendwas machen können. Würde ich mal so sagen. Das ist halt nur mega aufwendig. So. Eine Spinne, supi. Dann schon weg hier. Spectre. Ja, kann ja nur ein Zimmer. Was geht's denn da? Brr, brr. Sollten wirklich ein Häuschen bauen. Deswegen ist es ruhig. Aber erst brauchen wir eine vernünftige Axt. Zack, 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 zack. Da sind wir wieder. So, haben wir was zum Braten? Ja, aber natürlich. Oh, falsche Taste. So, was nehmen wir da? Und da kommen wir jetzt ein bisschen was. Leuchten sie Dinge nicht mehr. Spinnenhaube. Das hier.
Den brauchen wir. Das brauchen wir auch auf alle Fälle. Insektenachs brauchen wir auch. Ganz wichtig. Okay, ein Ton oder das oder das? Ich glaube, Ton ist, glaube ich, ganz wichtig. Lehmfundament, Rüstungspuppe, Waffe, Reparaturwerkzeug ist auch wichtig. Okay. Schauen wir mal, was wir brauchen für die Insekten. Oh Gott, nein, da war ja was. Oh nein. Insektenbogen ist mir klar. Da bräuchte ich das. Aber was wir zuerst machen könnten, ist ein Tausammler. Und den können wir auf alle Fälle machen. Ich glaube, das ist wichtiger. Dann wirst du mir jetzt hinmachen. Wir machen jetzt hier oben ein Häuschen. Hier oben haben wir jetzt ein Häuschen hin. Da. Hier hoch kommt jetzt unsere Base. Und hier hoch kommt auch der Tausammler. Genau dahin. So. Inventar ist immer noch voll, das ist halb so wild. Hier werden wir ein bisschen was bauen. Huch. So. Hier machen wir so Käferkrams hin. So. Oh Gott, wir haben doch ein bisschen was gesammelt. Das ist gut. Das kann auch hier hin. So. Das braucht man dann gleich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon irgendwo Möbelkrams habe. Ich glaube nicht. Was brauchen wir? Ach, da. Möbel. Haben wir auch schon ein paar Netze. Haben wir auch schon hier. Obwohl ich hier, glaube ich, besser aufgehoben werde. So. Wasser. Ich brauche unbedingt mehr Kisten. Wieder ein Netz. Mussten irgendwie einen Mord aufklären und dazu mit Geistern kommunizieren. Ich bin gestorben, ich hatte einen Jumpscare. Ah, ist das sowas wie... Ach, wie nennt man das denn? Phasmophobia, glaube ich, heißt das oder so. Da, aber ich glaube, da rennst du von einem Geist weg. I don't know. Irgendwie so eine Art. So, ich würde sagen, wir müssen uns erstmal schlafen legen. Obwohl, nee, den Tausammler basteln wir noch fix zusammen. Das kriegen wir hin. So, und jetzt Stängel. Busseblume. Busseblume. Da. Oh. Warum denn da oben? Da ist eine. Einfach Handy weggeschmissen im Spiel. Ich hoffe, ein Handy ist weich gelandet. Viel. Nein.
ein Unkrautstängel noch. Hier, die ist schon nachgewachsen. Ah, hier. Gleich gesehen. Da sind so viele Käfer auf einmal unterwegs. Das arme Handy. So. Grobes Seil. Das kriegen wir auch noch hin. Da wirklich for real so Kisten voll sammeln mit dem Zeug. Ja. Grobe Seile brauchst du immer wieder mal. So, gleich geht's los. Ich habe unseren Tausammler. Imagine, es kommt eine Vogelspinne. Sag mal Vogelspinne. Wolfsspinne entgegen. Während wir einfach so auf den Boden schauen. Ich denke, das sollte reichen. So. So. Tausammler erfolgreich hingestellt. Ganz wichtig, Leute, ganz wichtig. Ich weiß halt nicht mehr, was man für den zweiten Hammer braucht, um ihn zu bekommen. Aber was ich aber zuerst machen könnte, wäre... Man hat noch kein Blatt analysiert. Machen wir das doch. Jetzt können wir keine Grasböden machen. Das wäre albern. Hier ist eins. So, jetzt können wir hier Häusle bauen. Glühwürmchen, Kronleuchter. Sieht bestimmt wunderschön aus. Ausgestopftes Glühwürmchen. Ja, machen wir uns. Stellen wir uns dann einfach in die Bude rein, wenn wir unser Haus gebaut haben. Würde ich so sagen. Meals on wheels. Okay. Essen auf Beinen. Alles klar. So. Man kann ja keine Grasböden machen. Bin verwirrt. Was ist da los? Ich verstehe nicht.
Dann kaufen. Ach so, ja, das kann sein, dass man es kaufen muss. So. So. Brauchen langsam was zu trinken. ASL. Mehrgeschossige, halber Grasboden, Grasboden. Ja, hier das brauchen. Fackelverbesserung. Wäre auch nett. Kieselchenfundament. Brauchen wir jetzt noch nicht. Eichelbrustplatte. Nehmen wir auch noch mit. Das können wir machen. Eichelgeländer. Sprossengeländer. Okay, jetzt können wir Grasböden machen. Ich will das schon wieder auf der Höhe machen, hier auf alle Fälle. So. Das ist noch halb. Ich bin trotzdem auf. Einen halben. So, das wäre der aktuelle Boden. Okay, Löcher müssen wir stopfen. Ja, war kein Problem. Halber Grasboden. Hat irgendwie was, weil das so unterschiedlich ist und nicht so alles gleich. So, ich denke, wir haben jetzt ein bisschen was zu tun. Hallo? Jetzt, das schon kommt nicht mehr hoch. Hier halt mal, machen wir die ganz große Fläche hier. Ja.